Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Overwatch mit mir, dem Aqualords. Wir sind jetzt da schon in Runde 15 und es steht derzeit 11 zu 3 für die Cities und der Verdächtige ist bei den Terrorists dabei. Er ist jetzt relativ lang AFK. Wir spielen auf der Map Austria. Das ist jetzt die neue Map, die dazugekommen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ihn vielleicht reported haben, weil er die ganze Zeit AFK war. Oder vielleicht ist er doch gerade draußen und präpariert gerade seinen Cheat, damit er jetzt dann nun richtig loslegen kann. Gut, also soweit ich jetzt das sehe, hat er wirklich gerade disconnected. Also. Okay, jetzt ist er wieder da. Na gut, lassen wir uns mal überraschen, was jetzt auf uns zukommt. Also, obwohl er hier jetzt daneben geschossen hat, fand ich, war das Crosshair ständig auf dem Kopf vom Gegner. Also er spielt sehr eigenartig. Er ist nie wirklich auf die Models drauf von den Gegnern. Also, so einen Spielstil, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich noch nie gesehen, dass jemand wild heraushupft aus einer Deckung und immer wieder gleich. Aber wenn ihr euch genau das Crosshair anschaut, es schaut sehr danach aus, als wäre hier ein Aimbot am Werk. Vielleicht hat er deswegen auch immer versucht, so schnell hinauszuspringen. Auch hier, das Crosshair hat sich sehr, sehr komisch bewegt. Da genauso. Und hier auch. Also, ich würde hier mal tippen auf den Aimbot. Hier genauso. Also, wenn man jetzt genau geschaut hat, man hat gesehen, es ist schlagartig nach links gegangen, direkt auf den Kopf. Hier genauso. Ja, also ich glaube, da haben wir einen Cheater mal wieder überführt. Ich hoffe, ihr gebt mir da auch recht, dass es sich hierbei auch um einen Cheater handelt. Ja, es dürfte nicht nur ein Aimbot sein, sondern auch ein Wallhack, weil er sieht wunderbar immer genau die Gegner, wo sie sind. Ich hoffe, die Tonqualität ist jetzt für euch besser geworden, als sie früher war. Und ja, falls es irgendwem interessiert, ich habe jetzt auch immer in meiner Beschreibung drinnen stehen, mit welchen Geräten ich aufnehme, wie ich die ganzen Videos schneide und das Ganze auch immer mit den dazugehörigen Links verlinkt. Also wenn es irgendwem interessiert und er den Kanal unterstützen mag, kann er gerne über die Links einkaufen bei Amazon. Dann kostet euch grundsätzlich um keinen Cent mehr, aber ihr unterstützt ja damit aktiv den Kanal. Gut, das war jetzt eigentlich ein ziemlich schnelles Spiel. Sie haben trotzdem verloren, aber man hat auf jeden Fall gesehen, es ist ein Aimbot, es ist ein Wallhack am Start gewesen. Das andere sage ich jetzt einmal nein. Spielbehinderung könnte man ihm grundsätzlich geben, weil er war 2-3 Runden AFK, aber. Ja, eigentlich kann man ihm eigentlich auch das geben, weil er steht hier unsportlich. Also von dem her gesehen, das Verhalten war auf jeden Fall unsportlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst, wenn, bitte gerne eine Bewertung da. Schreibt mir auch ein Feedback, was ihr davon jetzt haltet, von den ganzen neuen Sachen, die bei mir derzeit da sind, wie die neuen Thumbnails und auch die ganze Audioqualität.
und falls es euch wirklich gefallen hat, dann lasst vielleicht auch ein Abo da. Sonst kann ich euch nur noch sagen, Baba, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.